Wegen des 10. Geburtstags des Bürgerportals der Medienanstalten Programmbeschwerde.de veranstaltete die LMS am 11. Juni 2014 einen Fachdialog zum Thema Public Value und Partizipation. Diskutiert wurde die Frage, ob das private Fernsehen einen Publikumsrat bräuchte. Vor einem Fachpublikum aus Medien, Politik, Gremien und Gesellschaft berichtete der Initiator des Projekts und Direktor der LMS, Dr. Gerd Bauer, aus 10 Jahren Beschwerdepraxis. Im Verlauf der Jahre hat sich gezeigt, dass sich die Zahl der Anliegen, mit Ausnahme von Beschwerdewellen, bei ca. 1.000 pro Jahr eingependelt hat. Erfreulich ist dabei, dass sich die Qualität der Beschwerden deutlich verbessert hat. Publikumsfragen und Beschwerden können dann ein nützliches Instrument der Medienentwicklung sein, wenn sie eine Stelle finden, die sie ernsthaft aufnimmt, organisiert und schließlich einem handelnden Organ zuführt. In einem Statement zum Thema Public Value und Privatfernsehen beleuchtete Professor Dr. Norbert Schneider, früherer Direktor der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen und Mitglied des Beirats des Codex Deutschland für Telekommunikation und Medien, die Beziehung von Rundfunkfreiheit und Programmbeschwerde. Public Value sei keine freiwillige Leistung, sondern eine Bringschuld des privaten Fernsehens. In der anschließenden Diskussion stellte Fernsehkritikerin und Leiterin des Fernsehfilmfestivals Baden-Baden, Claudia Wick, zum Verhältnis Publikum und Veranstalter klar, dass es bei einer klaren Arbeitsteilung bleiben sollte. Eine Geschichte müsse letztlich durch Impulse des Senders getrieben werden. Klaus Krevenich, Geschäftsführer des Verbands Privater Rundfunk und Telemedien e.V., meinte, dass das Instrument Quote der maßgebliche Einflussfaktor des Publikums sei. Aus diesem Grund und wegen der mittlerweile stark nachgefragten Einbeziehung sozialer Medien durch die Sender könne er kein Ausgeliefertsein der Zuschauer feststellen. Mehrere Gäste der Veranstaltung stellten klar, dass die Gesellschaft einen Anspruch auf Qualität hat und der Sender daher die Verantwortung, dem Anspruch gerecht zu werden. Anschließend hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, sich auf dem Sommerfest der Landesmedienanstalt über die Diskussion auszutauschen.